Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Bringen wir es hinter uns. Die vermutlich kürzeste Folge der Pokémon Mystery Dungeon Varus Edition. Abaddon 2. Aber warum glaube ich, dass ich trotzdem wieder blöde werde davon? Also ein bisschen beeilen, ich habe auch noch was vor heute, deswegen. Auszug. Ödland. Wir haben gar keine Kapitelnummer mehr. Als ich aufwachte, war ich in einer despotischen Höhle. Der erste Satz. Und wir haben jetzt schon eine despotische Höhle. Da kann ich gut was aufs Thumbnail basteln. Es war dunkel und die roten Wolken am Himmel waren nicht mehr hell. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Ich erinnerte mich, dass wir alle vom Tohaido-Baum gefallen waren und ich offensichtlich einige gerettet hatte. Alles klar, Alter. Was hat der Übersetzer eigentlich mit dem Tohaido-Baum? Aber ich habe das eh schon festgestellt. Weil, das ist ja mit dem Google-Übersetzer gemacht. Der Google-Übersetzer, den hat bestimmt Bill Gates gemacht. Bill Gates ist schuld. Dieses Projekt soll uns alle dumm machen. Ich war unter freiem Himmel und in jeder Hinsicht außergewöhnlich, dass mein Boot irgendwo gelandet war, weil ich das Meer hinter mir sah. Ich beschloss, nach Freunden zu suchen. Story of my life. In der Hoffnung, dass es mich auch retten würde. Ich war hier gerade nebenbei ganz schlau, am Discord gucken, daher bin ich verrutscht. Aber mein Körper kam nicht heraus. Ich versuchte, mich aufzuhalten, modern und wieder. Plötzlich begann ein unabhängiges Universum. Mir wurde klar, dass ich in diesem Moment nichts anderes tun konnte, als zuzusehen. Ich bin in viele gestörte Gebiete geflohen. Das einzige gestörte Gebiet ist, wenn ich hier bin und dieses Projekt aufnehme. Ich bin in viele zerstörte Gebiete geflohen, aber bisher war ich in jeder Hinsicht in meiner Gegend. Als ich am richtigen Ort ankam, lernte ich ihn gerade kennen. Ich war in Silberdorf. Was ist das schon wieder? Warum? Ich habe Gänsehaut gegessen. Ich wusste, dass die dunkle Macht hier ein Lager aufgeschlagen hatte. Und ich konnte mich nicht beherrschen und rannte weg. Aber aus irgendeinem Grund ist nichts passiert. Ich war mit einem anderen Pokémon konfrontiert, aber alle haben lange gebraucht. Sie haben am Anfang alle wie meine Freunde dieser Erfahrung so gehandelt. Sie wirkten machtlos und hoffnungslos. Ich weiß nicht warum und ich wollte das auch nicht tun, trotz des schlechten Gesichtsausdrucks, der Zerstörung, der Schwäche der Macht. Ich fühlte mich gut. Das habe ich gefühlt. Ich ging zurück in die Vergangenheit, so wie das, was mein Körper kontrolliert, einen bestimmten Zweck hat. Der Marsch ging weiter und ich musste noch öder aussehen als die Gegend, an die ich mich erinnere. Das ist eine sehr schöne Selbsteinschätzung. Selbstbewusstsein, Käsetoast. Alter, ich hoffe, werde ich heute noch verrutschen. Es dauerte nicht lange und von einer solchen Welt, die unser Zuhause ist, bleibt nur eine dunkle, hoffnungslose, leere Ruine übrig. Nach einer Weile erreichte ich einen spirituellen Wald. Oder noch besser, was ist mit ihm passiert? Die häufigsten Bäume wurden aufgrund fehlenden Sonnenlichts getötet oder verstümmelt. Okay. Entspann dich. Plötzlich wurde ich geladen. Ich wusste, dass dies der Ort sein musste, an dem die Leute es immer wollten. Er sah sich um und verstand, wie ich anfing zu waschen. Dann durchsuchten meine Freunde die Höfe um mich herum. Alle waren hier. Latina, Necrozma, Bulbasaur, Hydropi und Lord Ecke. Ich kann nicht erklären, was auf der ganzen Welt los ist. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Tatsache, dass ich sie alle gesehen habe. Das erwartet auch keiner, dass du das alles erklären kannst.
Ich habe versucht, mit ihnen zu sprechen, aber sie schienen mich nicht zu hören. Ich habe auch unabsichtlich versucht anzugreifen. Vielleicht gelang jedoch kein einziger Angriff. Meine Freunde standen um mich herum und schienen etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Lichtstrahlen erschienen auf dem Boden. Meine Kunden haben nie gearbeitet. Hä? Bevor ich es wusste, war die ganze Gegend hell. Eine Glühbirne teilte alles. Wenn das Licht ausging, war bei mir immer alles gleich, nur jemand Neues war hier. Da war jemand direkt vor mir. Er wurde von außen weitergegeben. Es war... ich? Dieses Pokémon, das aussah, als wäre ich plötzlich in einem kleinen Stück gelähmt. Das aussah wie ein Gattungsportal. Ist damit jetzt Tinder gemeint? Meine Freunde waren glücklich und in Panik. Alles klar, gleich beides. Wie? Wieder ohne sie zu wollen, fand ich mein Vergnügen. Kein normaler Spaß statt eines sehr hasserfüllten Ausdrucks. Ich hatte das Gefühl, eine Reaktion zu haben und dann war der gesamte Bereich dunkel. Als die Strahlen zurückkehrten, bewegten sich all meine Freunde vor mir. Ich weiß nicht, warum ich getan habe, was ich getan habe, aber ich hörte ein wildes Lächeln. Wie hört man ein Lächeln? Ich kann Geräusche riechen! Und ein Lächeln, das ich nicht fühlen wollte. Ich sagte mir, es musste alles nur ein Traum sein und ich bin auch aufgewacht. Und dann habe ich das Gleiche getan. Ich kuschelte mich in den Tisch und starrte auf das weiche Glas zwischen den Höhlen. Dann habe ich das Waschwasser auf einen Felsen geladen. Es ergibt wieder alles von vorne bis hinten keinen Sinn. Ich mache es langsam. Alles in Ordnung, Floink. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Als ich wieder alle Sinne zusammenbrachte, sah ich mich um und sah dort einen zusätzlichen Raum vor mir. Und eine Sofortnachricht in einem Wald, der den Seelenwald gehabt haben muss. Ich wurde ohnmächtig und ging in den Wald, als mir jemand in den Weg kam. Passiert! Darkrai stand ohne Probleme vor mir. Hör auf, nein, warte, was bist du? Was kannst du erraten, um wahr zu sein? Ich war ein wenig überrascht von seiner Antwort. Wenn mich jemand so ansprechen würde, dann wäre ich auch sehr überrascht. Du weißt nicht, was das ist. Du bist gerade meinen Weg hierher gegangen. Was willst du von mir? Insbesondere mein guter alter Freund sagte mir, ich solle hier bleiben, bis der mächtige Feind anscheinend und ich muss ihn jetzt zuerst reinholen, damit er hier etwas Erstaunliches bekommt. Ich erkannte ihn jetzt. Es war ein Teil der Seele von Gernta. Darkrai schien mein Interesse erkannt zu haben. Oh, du interessierst dich für das Cover? Ma, muss ich dann gegen dich kämpfen? Ich war bereit für einen harten Kampf, obwohl Darkrai einmal in die Luft gefallen war. Oh, wie schade. Du bist mit Sicherheit siegreich und ich habe keine andere Wahl, als dir das Licht des Opfers zu geben. Der nennt Günther Opfer. Was? Terrible Ikas. Ist erstaunlich, oui. Was? Es gab eine spirituelle Trennung und zog mich. Einen Moment des Zweifels fragte ich, war alles da? Ich dachte, du könntest dieses Stück von mir fernhalten. Ich glaube, du arbeitest für die dunklen Kräfte. Jetzt hör mir genau zu, Kleiner. Ich habe mich für die gleiche Idee vertreten wie die dunkle Macht. Warum also nicht zusammenstellen? Ich werde das Stück mit vor einem mächtigen Feind verteidigen. Nicht vor... Okay, Floink! Floink! Ich glaube, ich habe rausgefunden, warum Bisasam alles so sexuell belästigt. Das liegt halt einfach in seinem Blut. Denn, Darkrai sagt hier, nicht vor einem Zuhälter wie dir. Alles klar. Das heißt, Bisasams Eltern sind Geschwister und Floink ist sein Zuhälter.
Du hast immer noch viele tödliche Todesfälle. Ja, das haben Todesfälle in der Regel tatsächlich an sich. Wir werden uns definitiv in der Hölle sehen. Das stand da nicht. Nachdem dies gesagt war, war er verloren. Ich war fassungslos von so einem langen Spaziergang, wollte mich aber noch nicht beschweren. Mit dem Mut der Seele, die im Gepäck blieb, ging ich in den Wald der Seelen. Kurze Folge, relativ entspannte Folge. Danke! Ich hatte Angst, dass es hier jetzt wirklich wieder lang und anstrengend werden würde. Aber wir hatten auch gar nicht so viel Kacke. Ich meine, bisschen Gänsehaut essen, ein Gattungsportal und Floink ist ein Zuhälter. Das reicht ja wohl. Wenn euch diese etwas kürzere Folge gefallen hat, mir hat sie tatsächlich sehr gut gefallen im Vergleich zu den anderen. Lasst ein Abo auf diesem Kanal da, warum schlage ich immer mein Bein? Bis zum nächsten Mal und tschüss!